Hallo, grüßt euch Community zu einem neuen Video hier von Franks the Tank von Streetlights und Roller.com. Und zwar heute habe ich ein ganz spezielles Thema für euch. Viele von euch werden es mit Sicherheit kennen. Man möchte sein Getriebe am Roller neu machen, aber man weiß im Endeffekt gar nicht, welches Lager brauche ich jetzt, welche Größe hat mein Wellendichtring, der dort reinkommt, und es gibt überhaupt keine kompletten Lagersätze fürs Getriebe. Dafür haben wir in Zusammenarbeit mit der Firma Kara Performance jetzt nun folgende Lösung gefunden. Und zwar, wir haben für euch von über 40 Rollern komplette Getriebe, Lagersätze inklusive Wellendichtringe zusammengestellt. Und diese sind bereits schon im Shop erhältlich. Heute fangen wir einmal an mit dem Thema Minarelli. Es gibt tatsächlich unterschiedliche Getriebe-Lagersätze, und zwar Minarelli kurz ist anders wie Minarelli lang oder Minarelli stehend. Oder hier im Falle haben wir noch Minarelli AM6. Minarelli AM6 kennt ihr ja, das sind meistens diese Enduro-Mopeds, Cross-Mopeds und so weiter. Die werden wir heute auch einmal im Video zeigen. Und Minarelli stehend sowie Minarelli liegend haben denselben Getriebelagersatz, nur Minarelli kurz hat seinen eigenen Getriebelagersatz. Wichtig ist es hier zu sagen, die Sätze sind wirklich komplett und hier ist immer alles enthalten in den Sätzen, damit ihr euer komplettes Getriebe neu mit Lagern ausstatten könnt, inklusive der Wellendichtringe. Bei allen Lagern, die in unseren unseren Getriebelagersätzen sind, handelt es sich um originale SKF C3 Lager. C3 reicht völlig aus, ist wirklich sehr, sehr hochwertig von SKF und wie gesagt, wird jedem Anspruch gerecht. Des Weiteren befinden sich dann jeweils immer die Wellendichtringe noch im Lieferumfang dabei. Ja, im Video und in der Beschreibung werde ich dann jeweils auch nochmal darauf eingehen und werde alle Lagersätze natürlich für Minarelli nochmal verlinken und werde auch nochmal schreiben, aus welchen Lagern und Wellendichtringengrößen eigentlich jedes Set auch besteht. Weil der ein oder andere möchte sich vielleicht bei uns im Shop auch ein einzelnes Lager kaufen und deswegen werde ich euch dann erwähnen, wie zum Beispiel hier, dass wir dann einmal, sage ich mal, ein 6200er Lager haben, 6200 C3 und dann haben wir hier ein 6400er RS und so weiter und so weiter, werde ich natürlich dann in der Videobeschreibung unten nochmal extra reinschreiben, weil das würde jetzt die Länge des Videos sprengen. So, als allererstes haben wir hier einmal den Lagersatz für Minarelli kurz, besteht aus 4 Lagern und 2 Wellendichtringe. Ja, das heißt, das ist alles, was ihr bei eurem Minarelli Kurzmotor wie Malaguti F10 zum Beispiel, Aprilia Sonic braucht, um euch, sage ich mal, ein neues Getriebe einzubauen oder einfach euer altes Getriebe ganz komplett neu zu lagern. So, was gibt es dann? Dann haben wir Minarelli stehend oder Minarelli lang. Das ist halt wie Yamaha Aerox oder MBK Booster. Ihr seht, hier ist schon der Unterschied. Hier haben wir dann, ich stelle das Ganze mal nebeneinander, hier haben wir dann auch 4 Lager und auch 2 Wellendichtringe. Aber Achtung, es sind unterschiedliche große Lager. Es handelt sich hierbei wirklich um einen ganz anderen Getriebelagersatz. So, als allerletztes wollen wir natürlich auch die Minarelli AM-Kunden bedienen. Da ist es schon etwas umfangreicher. Und zwar schiebe ich mal den Lagersatz hier an die Seite, damit wir den mittig vorstellen können. Haben wir dann hier einmal, besteht das Ganze nochmal aus 4 Lagern. Und dann haben wir hier nochmal 2 Lagerkäfige. Und dann haben wir natürlich jede Menge Wellendichtringe, große, kleine und nochmal, also insgesamt 4 Wellendichtringe. Ja, wo ist eigentlich der Vor- und der Nachteil an der ganzen Geschichte? Warum haben wir diese Sets zusammengestellt? Das Problem ist einfach, dass man meistens überhaupt nicht die Bezeichnungen der Lager weiß, bevor man das Getriebe auseinander nimmt. Man ist am Suchen, man weiß die Lagergröße nicht und dann hat man hier einfach so das Problem, dass man dann oft auf sehr teure Originallager zurückgreifen will und dann kostet so ein einzelnes Lager mal schnell 20, manchmal sogar 30 Euro, was jetzt nicht heißt, dass es hier billige Lager sind, habe ich ja gerade erwähnt, es sind wirklich originale SKF-Lager, aber man erspart sich die ganze Sucherei. Man geht einfach hin, kauft sich wirklich für einen sehr erschwinglichen Preis einfach alle Lager, alle Wellendichtringe und lagert einfach sein neues Getriebe komplett neu oder wie gesagt sein bestehendes Getriebe. Ja, ich hoffe, wir konnten euch damit ein bisschen weiterhelfen und wenn ihr noch Fragen zu den Lagersätzen habt, irgendwelche Fragen, dann haut einfach unten alles in die Kommentare. Ich werde euch so schnell wie möglich dann alle Fragen beantworten. Und ansonsten ist ja alles in der Videobeschreibung deutlich erklärt. Und ich verlinke diese Lagersätze, wie gesagt, Minarelli kurz, Minarelli AM und Minarelli
Minarelli Lang nochmal unten für euch in der Artikelbeschreibung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, das ist wirklich ein Produkt, wo wir euch einiges mit erleichtern können. Macht's gut. Ciao.